ein Fels in wilder Brandung, der alles überstand. Er hielt in vielen Jahren so manchen Stürmen stand. Ein Fels in wilder Brandung ist unser FCN. Sein Stern, er wird für immer am Fußballhimmel stehen. Die Legende. Servus, liebe Clubfans, und herzlich willkommen zum Club-Countdown vor unserem heutigen Spiel gegen Hansa Rostock. Es ist eine aktuell schwierige Zeit. Ihr habt es natürlich alle mitbekommen. Die Situation in der Ukraine trifft natürlich auch den ein oder anderen hier in Deutschland und in dem westlichen Europa. Und ihr habt es auch alle mitbekommen. Wir haben da am Donnerstag, nachdem die ersten Meldungen aus der Ukraine kamen, über den Ausbruch des Krieges auch mitbekommen, dass wir da entsprechend ein Statement veröffentlicht haben, dass wir natürlich analog zu allen anderen Vereinen, Personen, die sich dazu geäußert haben, sehr tief betroffen sind und mit den Opfern und den Angehörigen, den Familien mitleiden und uns natürlich alle hoffen, dass das Thema schnellstmöglich beendet wird. Das Ganze betrifft natürlich auch so ein bisschen das Spiel, denn heute in der Bundesliga, in der zweiten Liga, werden die Vereine eine Schweigeminute abhalten. Ihr habt es auch vielleicht gestern schon mitbekommen, der ein oder andere Verein hat ein Banner dazu noch hochgehalten. Wir haben auch entsprechend eine Grafik heute mit eingeblendet, um dem Ganzen nochmal entsprechend Ausdruck zu verleihen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich versuchen, ein bisschen auch das Positive heute, die Vorfreude auf das Spiel hinzubekommen, was natürlich ganz schwierig ist in dieser Zeit. Aber wir versuchen es und schauen da auf das Spiel eben gegen Hansa Rostock. Und das mache ich heute nicht alleine, denn die Alex ist auch heute mit dabei. Hallo Basti, servus. Endlich mal wieder als Sidekick genau dabei. Ja, ich freue mich. Letztes Mal hast du es mit Michael Wiesinger quasi in der Hauptrolle übernommen. Heute übernimmst du so ein bisschen die Fakten nachher. Also da kommen wir gleich drauf ein. Aber als erstes, da wollen wir mal, bevor wir so ein bisschen auf das Spiel im Allgemeinen gehen, beziehungsweise uns auf das Spiel der Profis konzentrieren, wollen wir einen Blick werfen auf die Clubfrauen. Denn da, ihr habt es angesehen oder mitbekommen in der Ankündigung, so langsam sprechen, habt ihr mitbekommen, Lea Paulik wird uns gleich zugeschaltet sein. Und bevor wir mit Lea Paulik sprechen, wollen wir noch mal kurz auf einen kleinen Beitrag, den wir unter der Woche veröffentlicht haben, schauen, damit ihr noch so ein bisschen Einblick bekommt,
wann es denn wieder losgeht, beziehungsweise dass es jetzt wieder losgeht und wie es bislang so bei den Clubfrauen lief. Da haben wir einen kleinen Teaser für euch vorbereitet und dann sprechen wir gleich mit Lea. Platz 4 in der Liga, dazu die zweitbeste Defensive und die Top-Torjägerin nach der Hinrunde. Für die Frauen des 1. FC Nürnberg läuft das Premierenjahr in der 2. Bundesliga bislang mehr als gut. Das Team von Osman Çankaya hat alle Erwartungen übertroffen und für positive Überraschung gesorgt. Also, dass es so gut läuft, damit haben wir jetzt, glaube ich, alle nicht gerechnet. Wir sind rein, wir wollten einfach halt schauen, wie wir uns irgendwie drin präsentieren, uns auch immer weiterentwickeln. Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen im Laufe der Saison. Und ja, haben dann einfach versucht, so viel wie möglich mitzunehmen und dann ist es jetzt Platz 4 geworden bisher. Die 22 Punkte aus den ersten 13 Duellen sind aller Ehren wert. Dazu stellt die Mannschaft mit Stürmerin Nastasia Lein auch die Top-Torjägerin der Liga. 13 Treffer gelang der 21-Jährigen bislang. Ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor dürfte auch den Gegenspielerinnen nicht entgangen sein. Ich glaube, dass die Qualität war wahrscheinlich sogar die Chancenverwertung, also dass wir tatsächlich echt effektiv waren. Das müssen wir halt gucken, wie das jetzt in der Rückrunde wieder funktioniert. Aber wenn die Gegner sich auf mich konzentrieren wollen, können sie es gerne tun, dann macht jemand anders die Tore. Also ich glaube, da sind wir gut genug aufgestellt, dass wir das ausgleichen könnten. So viel also von den Clubfrauen, beziehungsweise als kleiner Teaser. Den ganzen Beitrag findet ihr natürlich auf all unseren sozialen Netzwerken und auch bei YouTube und auf der Homepage. Da könnt ihr nochmal den ganzen Beitrag euch angucken. Und jetzt haben wir Lea Paulik zugeschaltet. Lea, du hast es selber gerade mitbekommen, nochmal gehört von deiner Sturmkollegin Nastasia Lein. Eine gute Hinrunde. Wie zufrieden bist du denn damit? Also ich denke mal, als Aufsteiger hat keiner mit uns gerechnet. Also dass man jetzt am Ende der Hinrunde auf Platz 4 steht, darauf können wir extrem stolz sein. Aber das kommt halt nicht von ungefähr. Also wir haben wirklich sehr, sehr hart dafür gearbeitet, haben immer an uns selber geglaubt. Und alle, die uns bis jetzt nicht auf dem Zettel haben, die können sich auf jeden Fall anschnallen, weil da kommt noch einiges auf sie zu. Also ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft, auf die Mädels, wie viel die da wirklich Tag für Tag an Leidenschaft und Energie auf den Platz da lassen. Und ja, lief sehr gut bis jetzt. Jetzt muss man mal, du hast klare Kampfansage schon mal, das hört der Trainer vielleicht nicht ganz so gerne, das weiß ich nicht, aber wie ist es denn, wie seid ihr denn in eure Debütsaison reingegangen? Es ist ja für alle das erste Mal Zweitliga-Fußball, geht man da mit so einer Erwartung rein, wir gucken mal, oder ist es erstmal das Ziel, unbedingt die Klasse halten, oder was habt ihr euch vorher vor der Saison vorgenommen? Also das offizielle Ziel war natürlich erstmal der Klassenerhalt, wir wollten einfach erstmal uns in die Liga reinfinden, erstmal ja, ans Tempo gewöhnen, weil es ja dann doch schon doch was anderes als die Regionalliga. Und dass es dann so gut gelaufen ist, da hätten wir vielleicht auch nicht selbst mit gerechnet. Also wir sind sehr, sehr stolz einfach auf das, was wir erreicht haben und geben weiter Gas und schauen einfach am Ende, wofür es reicht. Aber wichtig ist natürlich, dass jede 100% gibt und da bin ich auf jeden Fall von überzeugt. Wir haben es gerade im Beitrag auch schon so ein bisschen durchklingen hören. 22 Punkte, dazu zweitbeste Defensive. Das ist natürlich auch ein Verdienst deinerseits. Du bist Torhüterin für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und Kapitänin der Mannschaft. Dazu noch die Top-Torjägerin der Liga mit der im Beitrag gesehenen Nastasia Lein. Was macht euch denn so stark? Warum seid ihr denn so gut in der Saison und so überraschend da oben mit dabei? Ich denke mal einfach, dass wir von den Persönlichkeiten alle sehr unterschiedlich sind. Also wir sind ja auch noch eine relativ junge Mannschaft, aber haben trotzdem einen guten Mix. Also wir haben ein paar ältere Spielerinnen, ein paar sehr junge Spielerinnen. Und ich denke einfach mal, unsere Mannschaft macht einfach diese gute Mischung aus. Also die Jungen können sich immer von den Älteren was abschauen. Die Älteren gehen da wirklich als Vorbilder, als Vorreiterrolle da auf den Platz. Und die Jungen bringen so einen frischen Wind einfach rein und ich denke mal, dass es bei uns einfach die Mischung macht und jede kämpft wirklich für sich selber, für das Team und riesen Respekt an die Mädels auf jeden Fall an dieser Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast es gerade ein bisschen angedeutet schon, dass mit euch zu rechnen ist, dass man sich vor euch in Acht nehmen muss, in Anführungsstrichen. Was habt ihr euch denn für die Rückrunde vorgenommen, für die jetzt noch dann ausstehenden 13 Spiele? Also in den letzten Saisons in der Regionalliga war es immer so, dass wir, dass unser Ziel für die Rückrunde war, besser zu sein als in der Hinrunde. Dieses Jahr
gab es jetzt kein offiziell erklärtes Ziel. Ich denke mal, es ist aber auch ganz gut, einfach um den Mädels einfach den Druck zu nehmen. Wir geben in jedem Spiel Gas, schauen am Ende, wofür es reicht. Aber ich denke mal, dass es ganz gut ist, wenn wir jetzt nicht diesen Druck von einem bestimmten Ziel haben, das wir erreichen müssen. Alle geben 100% und dann schaut man am Ende, wofür es reicht. Jetzt steht morgen das Duell gegen die Zweitvertretung des FC Bayern München an. Das Hinspiel war euer Debüt, euer erstes Spiel. Wie hast du das noch in Erinnerung? Am Ende habt ihr dank eines Dreierpacks von Nastasia Lein mit 3-0 gewonnen. Aber es war, glaube ich, gar nicht so eindeutig, wie das Ergebnis ist, oder? Also, wenn du mich nach meinem Lieblingsmoment in der Saison fragst, dann ist es auf jeden Fall das Spiel gegen Bayern und wahrscheinlich auch die ganzen Saisons davor. Also, das werde ich nie vergessen, diesen Moment, da am Ende in der Kabine zu stehen und lautstark Derby-Sieger zu singen. Also, das sind einfach Momente, die man sich für immer einprägt. Und klar, jede Spielerin war extrem nervös, weil es ja nicht nur das erste Spiel halt in der Liga, in der zweiten Bundesliga war, sondern halt dann auch gleich noch gegen Bayern München auswärts. Wir hatten ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber ich denke mal dafür, dass das noch alles so neu für uns war, haben wir das ganz gut dann runtergespielt und bin auf jeden Fall gespannt, wie das Spiel morgen dann verläuft. Du sprichst es an. Was habt ihr euch denn jetzt einen Tag vorm Spiel, wie ist da die Herangehensweise, beziehungsweise was habt ihr euch vorgenommen, worauf wird es ankommen, damit denn morgen vielleicht auch in der Kabine wieder das Lied Derby-Sieger erklingen kann? Also ich denke mal, dass wir uns einfach auf die gute Hinrunde besinnen müssen, auf die gute Vorbereitung, die wir gespielt haben. Wir haben nochmal Zeit gehabt, intensiv unsere Abläufe einzustudieren, hatten auch die Zeit, ein paar neue Sachen auszuprobieren. Und ich denke mal, also ich habe schon ein gutes Gefühl, dass sich die Abläufe jetzt mittlerweile echt gut eingeschliffen haben. Und wir sind auf jeden Fall gewappnet auf Bayern und auf die komplette Rückrunde. Und natürlich ist das Ziel, gegen Bayern am Ende dann zu gewinnen. Wie verfolgst du denn, jetzt lass uns mal auf das aktuelle Spiel heute kommen, wie verfolgst du oder generell, wie verfolgt ihr die Männermannschaft, quasi das Pendant zu euch? Ist da auch regelmäßiger Austausch oder wie muss man sich das bei euch vorstellen? Also ich denke mal, also ich kann jetzt erstmal von mir sprechen, ich bin natürlich beherzter Club-Fan. Ich verfolge natürlich jedes Spiel, die Mannschaft auch. Manchmal schauen wir uns die Spiele sogar zusammen an von den Männern und natürlich redet man darüber und fiebert den Männern hinterher, drückt die Daumen und also wir verfolgen das alles schon sehr, sehr eng und schlägt einfach das Clubherz in einem. Und bei Social Media gibt es ja auch aktuell eine kleine Challenge, das wird der eine oder andere auch mitbekommen haben. Du bettelst dich mit Manuel Schäffler. Erklär nochmal kurz, worum geht es da genau? Was ist das oder der Hintergrund dabei? Also das ist ja eine Kooperation mit der App B42 und der DATEV. Und da geht es sozusagen darum, dass sich die Clubfans einem Team zuschreiben, Team Paulik oder Team Schäffler. Und dann halt durch Workouts, die sie absolvieren, halt für ihr jeweiliges Team halt Punkte sammeln. Und da sieht es aktuell auch ganz gut aus. Also hätte ich nicht gedacht, aber ich bin richtig stolz auf Team Paulik. Bis jetzt fühlen wir ja noch. Wie viele Punkte hast du da? Möchte ich nochmal einen kleinen Aufruf an dieser Stelle starten. Auf der Zielgeraden nochmal ein paar Workouts absolvieren, nochmal ein paar Punkte sammeln für Team Paulik, dass dann der Abstand auf jeden Fall zu Team Schäffler deutlich wird. Also jetzt nochmal hier die Möglichkeit, einseitig Werbung zu betreiben. Wer natürlich bei Manuel Schäffler mit ins Team möchte, auch das ist natürlich möglich. Da freuen wir uns auch drauf. Wie viele Punkte hast denn du dazu beigetragen bislang zu der Führung bei dir? Also ich mache schon regelmäßig meine Workouts. Ich habe jetzt die Punkte nicht genau gezählt, aber Team Pauli kann sich sicher sein. Ich gebe auf jeden Fall auch mit Gas. Sehr gut. Dann zum Abschluss, bevor wir haben nämlich die Aufstellung gleich für euch. Bevor wir zur Aufstellung kommen und die freigegeben ist, nochmal der Hinweis, morgen 14 Uhr hier am Pfalzner Weiher Anstoß, also gerne nochmal alle vorbeikommen und dann die Daumen drücken für die Clubmädels und Clubfrauen beim Spiel gegen den FC Bayern. Zum Abschluss die Frage an dich, was glaubst du, das Spiel heute, wie geht's aus, was ist dein Bauchgefühl für die Partie gegen Rostock? Also als Clubfan muss man natürlich sagen, dass der Club gewinnt, aber unabhängig davon hätte ich auch auf den Club tatsächlich
gesetzt. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, bin auf jeden Fall gespannt, wie die Jungs das nachher machen, aber ich drücke auf jeden Fall alle Daumen und gehe davon aus, dass wir auf jeden Fall Sieger vom Platz gehen am Ende. So muss das sein, das wünschen wir uns natürlich alle. Dann sage ich vielen Dank, Lea, viel Erfolg für das Spiel morgen, natürlich auch viel Erfolg für den Rest der Saison und Daumen drücken und dann sind wir gespannt, wo die Reise für euch noch hingeht, nicht nur in dieser Saison, sondern dann auch in den nächsten Jahren. Ist ja sicherlich auch generell im Verein mittelfristig vielleicht das Ziel, auch mal in der Bundesliga dann Luft zu schnuppern. Vielen Dank, Lea. Und wir kommen jetzt entsprechend zur Aufstellung, denn die ist freigegeben und da können wir euch die Startelf präsentieren, die unser Trainer Robert Klaus heute in der Partie gegen Hansa Rostock aufs Feld schickt. Zwei Veränderungen gibt es insgesamt. Wir gehen sie aber mal kurz durch. Christian Matenia natürlich wieder im Tor. Dann die erste Veränderung, nämlich Kilian Fischer, der für den erkrankten Enrico Valentini in der Startelf steht. Außerdem Eska Sörensen, Lino Tempelmann, Thailand Duman, Fabian Nürnberger, dann Christopher Schindler, der neu in die Startelf rückt für Mario Suva. Außerdem Pascal Köpke, Mats Möller-Deli, Tim Handwerker und Lukas Schleimer. Also die Offensivreihe bleibt gleich. Defensiv gibt es in der vermutlich wieder agierenden Viererkette zwei Veränderungen. Wir können die Bank auch nochmal ganz kurz natürlich durchgehen. Karl Klaus sitzt da auf der Bank, genauso wie Nikola Dovedan, Erik Schuranov, Tom Kraus, Jens Kastrop, eben der angesprochene Mario Suva und Noel Knote. Ihr seht es auch, die Bank ist personell ein bisschen dünner besetzt. Das liegt daran, Enrico Valentini, ich habe es gerade angesprochen, ist erkrankt, hat einen positiven Corona-Test, muss entsprechend in häusliche Quarantäne, genauso wie immer noch Johannes Geis und der fällt aus, genauso Manuel Schäffler wie zuletzt. Außerdem ist Konstantin Rausch kurzfristig erkrankt und auch der PCR-Test von Florian Hübner ist positiv. Dafür aber erfreulich immerhin der von Dennis Borkowski, der Trainer hat es angesprochen, auf der PK, der stand noch aus. Der ist immerhin negativ, das heißt, den sehen wir hoffentlich schnell wieder auf dem Platz zurück. Aber natürlich an dieser Stelle allen Jungs gute Besserung und die anderen 11 Spieler auf dem Feld und die Ersatzspieler werden mit Sicherheit heute genauso gut agieren, das hoffen wir zumindest gegen Hansa Rostock, wie jetzt zuletzt gegen Jahn Regensburg zu Hause. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu dir, Alex, nachdem du so fleißig schon zugehört hast und die Aufstellung gepusht hast in der App. Du hast ja noch mal ein paar Infos. Was erwartet uns denn heute für ein Spiel? Was glaubst du, was wird es gegen Rostock? Beziehungsweise was hast du so für Zahlen für uns? Ja, also zum einen glaube ich, dass wir alle ein enges Spiel erwarten, wie in der zweiten Liga ja fast üblich. Wenn ich da die Jungs frage vorm Spiel, was sie für ein Spiel erwarten, ist immer ein enges Ding. Mit Fabian Nürnberger habe ich auch in der App gesprochen. Da sind jetzt auch die Grafiken online. Die kommen jetzt so nach und nach rein. Der nämlich auch meinte, dass er eben eine enge Partie erwartet, dass die Rostocker alles geben werden. In der App ebenfalls kam auch Hanno Behrens zu Wort, der ja seine Rückkehr gefeiert hatte beim Hinspiel. Und der hat auch gesagt, dass sie eben alles dafür geben wollen für den Sieg. Die brauchen den natürlich, stehen aktuell auf Platz 15 mit genauso vielen Zählern, 25 wie der SV Sandhausen. Und die stehen ja auf dem Relegationsrang. Also ist sehr, sehr eng da unten. Die wollen natürlich den Klassenerhalt feiern, aber Hanno Behrens hat auch in der App gesagt, dass er da auf jeden Fall optimistisch ist und glaubt, dass sie das schaffen. Dafür brauchen die aber natürlich den Sieg gegen uns heute. Der Coach des FCH hat auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie den Bock umstoßen wollen und dass sie die Punkte brauchen. Also ich glaube, die werden alles geben und wir müssen dagegen halten. Aber das wird uns bestimmt gelingen, ja, Basti? PK ist nämlich ein sehr gutes Stichwort. Die Aussage, die du zitiert hast von Jens Hertel, die haben wir für euch im Video nochmal zusammengefasst. Genauso wie die wichtigsten Aussagen zum Gegner und zum Spiel von unserem Trainer. Also jetzt nochmal ganz kurz das Wichtigste von beiden Trainern zusammengefasst. Es ist eine Mannschaft, die mit sehr viel Leidenschaft und Intensität zu Werke geht. Sie verteidigen mit fast allen Spielern in allen Teilen des Platzes, mal hoch, mal tief, aber alle gemeinsam. Das zeichnet sie schon aus. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht in ihr Flügelspiel kommen lassen. Sie haben eine gute Positionierung, auch ein gutes Einlaufverhalten in der Box. Haben sicherlich mit Verhoek einen sehr torgefährlichen Spieler mit einem sehr guten Timing und sehr guten Instinkt. Und dazu stoßen immer wieder Spieler auch aus der zweiten Reihe mit dazu. Grundsätzlich ist das halt eine Mannschaft, die dann schon auch Fußball spielen kann, die viele, gerade im Mittelfeld, viele kleine, wendige Spieler hat, die viel Spielfreude haben und die
dir natürlich Mühe machen können, wenn du da nicht in den Zweikämpfen präsent bist, wenn du da nicht kompakt bist, wenn du dir nicht hilfst, dann kannst du da Probleme bekommen. Für uns ist es ja eigentlich auch egal, gegen wen wir spielen, sondern wir müssen hier zu Hause endlich zusehen, dass wir mehr Punkte holen, als wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Das sind 9 Punkte, sind halt ein Ticken zu wenig aus den Heimspielen. Und deswegen gilt es für uns dann jetzt hier endlich auch gegen Nürnberg im Dembock umzustoßen, weil wir brauchen Punkte, das wissen wir. Und das nächste Spiel gibt die Chance auf Punkte und die wollen wir holen, egal in welcher Konstellation auch immer. Ja, wir kommen noch mal kurz zum Hinspiel. Da hat ja Erik Schuranov getroffen nach Vorarbeit von Lukas Schleimer. Die wurden beide da als Joker eingewechselt. Wer weiß, wer da heute für uns trifft, weil wird auf jeden Fall ein Tor fallen. Oder Basti, kurz dein Tipp? Ja, ein Tor fällt auf jeden Fall und zwar auch auf unserer Seite. Das ist ja nochmal das Wichtigere. Ich glaube, wir gewinnen knapp, aber wir gewinnen 2-1. Ich gönne es Hanno, wenn er ein Tor schießt. Okay. Da freue ich mich für ihn, aber freue mich dann noch ein bisschen mehr, wenn wir 2 mehr schießen und entsprechend dann 2-1 gewinnen. Ja, schreibt gerne auch eure Tipps natürlich wie immer in den Chat. Lukas tippt 2-0 Sieg für uns und ich sage, es wird ein 1-0 Sieg wie im Hinspiel. So, auf jeden Fall hat Rostock nämlich auch den letzten Sieg vor 3 Spielen gefeiert gegen Dynamo Dresden. War ja quasi auch so eine Art Derby. Danach gab es die Niederlage gegen Bremen und zuletzt das 1-1 gegen den SV Darmstadt. Ich meine, die wollen ja auch oben mitspielen, wollen ja vielleicht sogar aufsteigen. Also eigentlich ein beachtliches Ergebnis von der Mannschaft um Hanno Behrens. Gestern gab es ja dann auch übrigens, da hat ja unter anderem Kiel, Hannover und Aue Paderborn den Spieltag eröffnet. Da gab es für Paderborn, irgendwie, das war ein ganz wildes Spiel, glaube ich. Das 3-3 nach Rückstand und Hannover hat 2-0 gegen Kiel gewonnen. Ansonsten kommen wir mal noch schnell zur Bilanz des Clubs gegen den ersten FC Hansa Rostock. 5 Spiele gab es da in der zweiten Liga, 2 Unentschieden, 2 Siege für Rostock und 2 Siege für den FCN. Habe ich jetzt gerade 2 Unentschieden gesagt? Es gab auf jeden Fall nur 1 Unentschieden. So, dann ist das auch richtig. Wir wollen dann mal die Historie angucken. Ich glaube, Basti, du weißt, aus welchem Jahr das ist. Dann gucken wir da mal rein, bevor wir dann zu den anderen harten Fakten noch kommen. Genau, die Historie, das letzte Mal in der Bundesliga 2007-2008 vom zweiten Spieltag. Da haben wir für euch nochmal die Tore aus der Partie zusammengefasst. Willkommen in Rostock, wo 2 Verlierer des ersten Spieltags aufeinander trafen. Die Hansa empfing den Pokalsieger, den ersten FC Nürnberg, Galasek. Der wird nicht angegriffen und zieht ab aus 30 Metern. Drin das Ding. Stefan Wächter beschwert sich lautstark, sah eigentlich aus, als sei er selbst da nicht ganz unschuldig, aber gleich erkennen wir, dass Orestes genau in der Schussbahn steht und ihn mit einer Kopfbewegung noch zusätzlich irritiert. Also wenn überhaupt, diesmal nur eine Teilschuld von Wächter. Letzte Woche in München ein deutlich dickerer Klops vom nicht unumstrittenen Rostocker Keeper. Eckball diesmal von links und ausführen wird Jan Christiansen, der Pokalheld. Dexter Langens Fußabwehr genau auf Per Kluge und der nimmt ihn Volley direkt mit vollem Risiko. Der hat gepasst. Nürnberg bemüht um die richtige Zuordnung und doch konnten sie den Anschlusstreffer nicht verhindern. Orestes gewinnt das Kopfballduell gegen den immerhin 12 cm größeren Joshua Kennedy. Der Ausgleich aber, er sollte nicht mehr fallen. Das war es nämlich. Nürnberg gewinnt nicht unverdient mit 2-1. Es ist eine Mannschaft, die mit sehr viel Leidenschaft und Intensität zu Werke geht. Sie verteidigen mit fast allen Spielern in allen Teilen des Platzes, mal hoch, mal tief, aber alle gemeinsam. Das zeichnet sie schon aus. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht in ihr Flügelspiel kommen lassen. Sie haben eine gute Positionierung, auch ein gutes Einlaufverhalten in der Box. Haben sicherlich mit Verhoek einen sehr torgefährlichen Spieler mit einem sehr guten Timing und sehr guten Instinkt. Und dazu stoßen immer wieder Spieler auch aus der zweiten Reihe mit dazu. Grundsätzlich ist das halt eine Mannschaft, die dann schon auch Fußball spielen kann, die viele, gerade im Mittelfeld, viele kleine, wendige Spieler hat, die viel Spielfreude haben und die
dir natürlich Mühe machen können, wenn du da nicht in den Zweikämpfen präsent bist, wenn du da nicht kompakt bist, wenn du dir nicht hilfst, dann kannst du da Probleme bekommen. Für uns ist es ja eigentlich auch egal, gegen wen wir spielen, sondern wir müssen hier zu Hause endlich zusehen, dass wir mehr Punkte holen, als wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Das sind 9 Punkte, sind halt ein Ticken zu wenig aus den Heimspielen. Und deswegen gilt es für uns dann jetzt hier endlich auch gegen Nürnberg im Dembock umzustoßen, weil wir brauchen Punkte, das wissen wir. Und das nächste Spiel gibt die Chance auf Punkte und die wollen wir holen, egal in welcher Konstellation auch immer. So, da hatten wir technisch ein kleines Problem, muss nur kurz die Kamera neu justieren. Darum habt ihr ausnahmsweise nach dem Einspieler der Historie auch nochmal kurz die PK-Aussagen mitbekommen. Aber für alle, die jetzt vielleicht das eingeschaltet haben, da nochmal einfach der kleine Service dann quasi, dass ihr nochmal die Trainerstimmen gehört habt. Und wir gucken jetzt, bevor wir gleich nochmal zu Alex kommen, ganz kurz nochmal auf die Aufstellung. Das können wir nämlich auch nochmal machen für die, die jetzt erst vielleicht reingeschaltet haben. Das nämlich die Formation von unserem Trainer Robert Klaus. Also 2 Veränderungen im Vergleich zum letzten Duell, zum 2:0-Sieg hier zu Hause am Samstagabend gegen Jahn Regensburg, nämlich Kilian Fischer und den Kapitän, der heute die Kapitänsbinde trägt, Christopher Schindler. Die beiden sind neu in der Formation. Mario Suva auf der Bank und Enrico Valentini, der eigentliche Kapitän, leider angeschlagen gesundheitlich, deshalb heute nicht im Kader. So viel also zur Aufstellung. Jetzt kommen wir aber nochmal zu ein paar Fakten. Alex, ich glaube, die Bilanz gegen Rostock, du hast es schon ein bisschen angedeutet, und auch die Serie ist gar nicht so schlecht aus unserer Sicht, oder? Richtig, seit 8 Pflichtspielen sind wir ungeschlagen gegen Hansa Rostock. Da gab es 5 Siege für uns. Ansonsten gibt es auch noch ein paar andere positive Fakten. Zum einen sind wir Ligaspitze bei den Spielen ohne Gegentore. Da haben wir 9 insgesamt gesammelt. Der FCN hat bisher 9-mal per Kopf getroffen. Das ist der 2. beste Liga-Wert. Bei Rostock sind es immerhin 6. Eigentlich auch gar nicht so schlecht. Dann versuchte kein Team der Liga seltener sein Glück aus der Ferne als der FCH. Also für uns vielleicht auch gar nicht so schlecht. Mit 32 Treffern erzielte der Club zwar nur 5 Tore mehr als die Rostocker, jedoch zeigt die Statistik, dass wir deutlich mehr Anläufe dafür gebraucht haben. Nur ein Team gab mehr Torschüsse außerhalb des Strafraums ab und daraus resultierten bislang 7 Tore aus der Distanz beim FCN. Ansonsten mussten wir in jüngster Vergangenheit ja ein paar Gegentreffer nach ruhenden Bällen hinnehmen, zum Beispiel gegen den KSC. Da hoffen wir, dass wir heute natürlich da ein bisschen aufmerksamer hinten drin sind. Und 11 Tore nach Standards können die Rostocker vorweisen. Das können nur 3 andere Teams in der Liga überbieten. Deswegen müssen wir da heute definitiv aufpassen. Dann noch ein Hinweis zu mir, weil ich glaube, das waren jetzt genug Fakten so auf einmal. Jetzt bin ich gespannt. Ein Hinweis zu dir. Ja, also natürlich nicht zu mir, sondern von mir an die App quasi wieder mal. Da gab es ein lustiges Video, was wir unter der Woche gedreht haben mit Fabian Nürnberger und Thailand. Du, Mann, da warst du ja auch dabei, Basti. War eine unterhaltsame Runde. Das könnt ihr euch da anschauen. Und wie gesagt, eben auch die Interviews noch mit Fabi und Hanno in aller Ausführlichkeit. Außerdem noch zum NLZ. Da haben ja leider 2 Spiele dieses Wochenende nicht stattgefunden. Zum einen die U19 und die U21. Die Spiele sind ausgefallen. Die U17 spielt seit 11 Uhr bei der SV Elversberg. Da sind wir mal gespannt. Sollte ja jetzt dann aus sein, was da das Ergebnis ist. Ja, und hat eigentlich Christopher Schindler, habe ich mich nur gerade gefragt, schon mal die Kapitänsbinde getragen bei uns? Weißt du das oder weiß das jemand von euch? Ich glaube, wenn dann im Testspiel, zumindest nicht zum Start in einem Ligaspiel, da bin ich mir relativ sicher, ob er es dann im Laufe eines Spiels übernommen hat, weiß ich gar nicht. Ich glaube, normalerweise geht die dann an Christian Matenia. Mhm. Warum da jetzt heute die Wahl so gefallen ist, weiß ich gar nicht genau, was der Hintergrund ist, aber beide auf jeden Fall im Mannschaftsrat, ja. Deshalb spielt das da eigentlich gar keine Rolle, wie genau die Hierarchie ist. Hauptsache, einer hat die Binde dabei für die Platzwahl und als Ansprechpartner für den Schiedsrichter. Das ist nämlich auch die wunderbare Überleitung. Schiedsrichter der Partie, Christian Dingert, auch den können wir euch natürlich noch nennen. Gemeinsam mit Benedikt Kempkes und Tom Bauer. 4. Offizieller ist Konrad Ulterhafer. Und im Kölner Keller sitzen Tobias Stieler und Jonas Weikenmeier. Das also dazu. Du hast das NLZ angesprochen. Da 2 leider Spielausfälle. Mhm. Dafür aber eben, wir haben es eingangs schon mal erwähnt und im Gespräch mit Lea Paulik gehabt, morgen die Clubfrauen um 14 Uhr hier am Pfalzner Weiher gegen den FC Bayern München 2.
Da könnt ihr gerne vorbeikommen und die Mannschaft unterstützen und die Daumen drücken. Da geht es jetzt los in der Rückrunde. 13 Spiele sind es da noch. Dann schauen wir mal, wo da die Reise hingeht. Und jetzt natürlich heute auf jeden Fall Daumen drücken für den Club. Hanno Behrens haben wir angesprochen. Ein zweites bekanntes Gesicht ist leider nicht dabei. Simon Rein, der eine oder andere hat es vielleicht von euch auch mitbekommen, fällt aufgrund eines positiven Corona-Tests leider auch aus. Also aktuell ist neben dem Ukraine-Russland-Konflikt auch Corona natürlich weiter ein Thema und betrifft jetzt auch nicht nur den Club, sondern entsprechend auch unseren Gegner an der Stelle. Falls er zuschaut, Simon, gute Besserung natürlich und hoffentlich bald wieder zurück auf dem Platz. Ich habe mir von ihm sagen lassen, ihm geht es aber gesundheitlich gut, so wie zum Beispiel auch Johannes Geis. Da hoffen wir, dass der auch zum Beispiel schnell wieder zurückkehren kann. Ansonsten, du hast gesagt, du hast nichts mehr? Nee, außer dass Hanno Behrens tatsächlich auch in der Startelf steht von Hansa Rostock. Die ist jetzt auch raus. Also von daher wird es auf jeden Fall wieder das Aufeinandertreffen gehen. Und er hat auch nochmal sehr schöne Worte gefunden für seine Verabschiedung quasi im Hinspiel, im Interview. Ja, sehr, sehr schön, dass die Fans, dass unsere Fans ihm da noch so einen schönen Abschied bereitet haben. Ja, ansonsten ein 1-2-Tipp gibt es hier. Ich hoffe, dass damit quasi gemeint ist, dass 2-1 für uns ausgibt. Im YouTube-Chat, Bubu ist auf jeden Fall auch dabei, der guckt auch zu, hat auch schon kommentiert, zwei gut aussehende Menschen am Mikrofon und sehr hohe Prominenz als Gast, war sein Kommentar. Ansonsten sehe ich hier keine Fragen, doch gibt es noch Tagestickets für morgen, fürs Frauenspiel, mit Sicherheit. Genau, einfach hier am Pfalzner Weiher vorbeikommen, Tagestickets werden dann ausgegeben. Alle Infos gibt es dann natürlich aber auch auf den sozialen Netzwerken der Clubfrauen, also gerne da mal bei Instagram vorbeischauen oder bei Twitter. Da gibt es alle Infos rund um die Partie und generell um die Clubfrauen, also da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen. Auf jeden Fall. So, ich habe nichts mehr, Basti. Ich habe eigentlich auch nichts mehr, wir haben das Wichtigste gesagt, wir haben es eingangs erwähnt, es ist eine schwierige Zeit. Trotzdem freuen wir uns auf den Fußball und drücken die Daumen, dass es heute 3 Punkte an der Ostsee gibt für den Club. Und wer es nicht im Fernsehen verfolgen kann, wie immer der Hinweis, all unsere sozialen Netzwerke einfach verfolgen. Facebook, YouTube, Insta, Twitter oder aber im Fanradio vorbeischauen oder vorbeihören vielmehr. Auch da gibt es das Spiel natürlich in voller Länge und kostenlos für euch. Ansonsten? Die App natürlich nicht vergessen. Aber ja, das war's. Wann startet der Verkauf gegen Hamburg? Vielleicht noch ganz kurz. Am Donnerstag, soweit ich weiß. Der freie Verkauf. Der freie Verkauf, genau. Ja, also Anfang der Woche da auch wieder. Wir gehen ja nach aktuellem Stand davon aus, dass wieder 25.000 Zuschauer zugelassen sind. So wie schon beim letzten Heimspiel. Und da dann der Hinweis natürlich, Samstagabend Topspiel. Also auch da gerne dann vorbeikommen. Aber erstmal heute die Daumen drücken. Erstmal genau, heute die Punkte und dann das nächste Spiel. In diesem Sinne, danke, dass ihr mit dabei wart. Schöne Grüße an alle draußen und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus zusammen. Ein Fels in wilder Brandung, der alles überstand. In Stürmen stand. Ein Fels in wilder Brandung ist unser FCN. Sein Stern, er wird für immer am Fußballhimmel stehen. Fußballhimmel